Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Warcraft. Wie ihr seht, bin ich schon mal, habe ich euch ein bisschen was erspart, und zwar bin ich schon mal den Weg hier wieder runtergeflitzt, weil muss ja nicht sein, das alles nochmal zu zeigen. Ist ja nun scheißegal, denke ich mal. Und ja, gehen wir erstmal Quests ab, fleißig. Was kriegen wir denn hier? Band der, was? Ja, nehmen wir. Wir nehmen erstmal alles, was besser ist, und wir haben schon wieder was fertig bekommen. Aktiviert die Resonanzsignal der Bernsteinkuhle. Machen wir auch, natürlich. Dafür sind wir ja hier. Mein Ring, wo ist mein Ring? Da ist er. Lauschens Armband ist jetzt weg. Hat er Pech gehabt, der Gute. So, dann haben wir hier noch ein paar Quests zum Abgeben. So, die Worte kriegen wir noch, diese komischen Eier. Dann haben wir noch dieses andere Zeug zum vom Töten her. Was haben wir bei den Rüstmeister? Der Klaxi. Ach ja, diese Teile. Ja, die können wir jetzt übrigens da immer abgeben. Da gibt es einen Ruf für. Wenn wir Bock hätten. Jetzt geht es auch schon langsam los, wie ihr seht. Mit Dailies. Und jetzt frage ich mich gerade, ob ich jetzt die Dinger alle mal annehmen sollte. Weil ich glaube, Ausschlöschung ist der Schreckenspinner, Hütten auf der Terrasse von Gurtan. Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt sowieso hin, also von daher. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich jetzt hier richtig lag. Ja, genau. Jetzt habe ich gerade überlegen. Eigentlich wäre es sinnvoller, wenn wir das jetzt hier machen. Beziehungsweise, wir könnten ja eigentlich auch rein theoretisch uns dahin bringen lassen. Machen mal nicht diese Quest, sondern machen wir erstmal was anderes. Weil ich hatte nämlich Bock auf diese Angler. Ab geht das. Juhu! Ah. Schallsturzflug. Krass. Okay, das ist mal eine coole Angelegenheit. Also, da könnte man mal richtig schön abrocken, wenn man jetzt sich da einfach mal runterschießen lässt. Oh, wei. Verschluckt. Sorry. Genau, diese Fähigkeit für die, die es jetzt nicht gelesen haben. Schallsturzflug. Wir werden mit einem Schallschild umhüllt. Das, wenn wir uns, also können wir dann hier quasi aktivieren. Und dann können wir hinklicken und dann werden wir da runtergeschmissen. Mit voller Karacho. Und wenn wir dann unten aufkommen, dann explodiert dieses Schallschild. Ach, jetzt weiß ich, was das hier ist. Ach, der Schmarrn. Das hätte ich mir eigentlich auch rein theoretisch klemmen können, weil ja. Jetzt kommen wir ja nur wieder hierher. Bin ich eigentlich total fail geflogen. Aber ist okay. Probieren wir das mal aus. Oder? Wo lohnt sich's denn? Bantis. Fliegt jetzt wieder zurück. Alter! Ja, im Kreis das hier scheinbar. Ich möchte eigentlich so weit wie möglich im. Ja, genau. So weit wie möglich, ne? Hier wäre sowieso falsch gewesen. Ich müsste ja hier runter. Boah. Ich habe Scheiße gebaut. Fliegst du mich nochmal zurück, bitte? Ich will nicht. Ach, Kacke, komm. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Setzt du mich jetzt hier aus? Alter, flieg jetzt wieder zurück. Geht doch. Hoffe ich. Boah, nicht drehen. Ach, scheiß drauf. Dann müssen wir uns leider. Ja, da habe ich ein bisschen Scheiße gebaut. Ich dachte, ich habe dir jetzt die Quest mal wieder verwechselt. Ja, du sollst mich da runter schleudern. Schleuder! Schleuder mich! Zur Hölle! Bam! Gut. Okay. Nee, da war ja nichts drin. Was haben wir denn hier? Zephra, Power. So. Okay. Also. Was haben wir denn hier? Machen wir uns mal dahin auf den Weg. Und machen einfach jetzt mal die Quest. Mann, es sind nur noch 40 blöde Prozent und dann hätten wir es geschafft. 40!
Ich mach 3 Kreuze, wenn wir das haben. Dann haben wir Level 90 erreicht, ey. Das war auch ein ganz schöner Weg gewesen. Ich, wenn ich mal so zurückdenke. Ach, hier schon wieder. Ne, lass mal stecken. Durch habe ich jetzt keinen Bock zu spielen. Hui! Ach ja, ich habe jetzt ein Pandaren angefangen, Mensch. Und bin jetzt Level. Hab ja Level 20 abgeschlossen, hab mir jetzt mal ein paar lustige Schildkröten geholt. Könnte ich eigentlich auch drauf reiten, aber irgendwie finde ich die doch ziemlich hässlich. Sieht ja hier schon wieder sehr nach viel Spaß aus. Ach nee, oder? Jetzt habe ich die Quest gefunden. Die ist nicht toll. Die ist gar nicht toll. Aber egal. Alter, warum hast du denn so viel... Ja, ich hab verstanden, warum du mir so viel Schaden macht. Das war gleich. Wollte er dann für mich nicht angreifen jetzt. Klingenparade. Egelgift. Zum ersten. Tödliches Gift. Zum zweiten. Ich glaube, das waren noch nicht alle Quests. Ich glaube, nämlich auf der anderen Seite da hinten gab es nämlich auch noch Quests. Wenn ich jetzt nicht ganz ganz falsch liege. Oh. Das ist zu weit. Alter, warum greift mich dieser blöde Schildkröte jetzt mit an? Ach, diese scheiß Klingparade. Okay, ich glaube, das überlebe ich nicht. Leck mich. Ja, ist ja schön, der Debuff, der macht richtig viel Laune auf mehr. Wollte ich aber jetzt nicht. Ja, hier hinten gab es noch irgendwo andere Quests, wo man dann halt diese Krokodile halt noch umbringen muss und etc. Ich suche mir jetzt erstmal einen ruhigen Platz zum Chillen, damit ich hier mal ein bisschen mich aufladen kann. Das war jetzt gerade echt ein bisschen alles schief gelaufen. Aber naja, das kennt man ja von mir, hey. Ach man, ich fasse schon wieder das Falsche. Das sollst du essen. Ich kriege hier ein bisschen Pet-Battlen. Mittlerweile bin ich ja schon so weit. Boah, das kriegen wir alles hin. Unverwüstliche Schabe, hey. Apropos Pets. Ich habe doch so einen coolen, war das Wind? Ach, das finde ich da sowieso nie wieder. Ja, ich habe so einen coolen Windelementar geschenkt bekommen. So einen pandarischen Windelementar. Der sieht echt ziemlich cool aus, finde ich. Bei Gelegenheit werde ich euch den auch mal zeigen. Oder bei Pet Battle werdet ihr den ja auch in der nächsten Episode dann sehen. Werde ich das Vieh ja vorstellen, weil ich es ja geschenkt bekommen habe. Und ihr haut euch gegenseitig. Ja, ist ja nice. Was zur Hölle ist hier los? Hä? Ach, leck mich doch. Weißt du was? Ich gehe zu Gegnern, die sich noch freuen, wenn man sie auf der Glocke haut. Der hier zum Beispiel. Mit seinem Kumpel. Okay, diese Klingenbarrikade ist doch ziemlich cool. Ich dachte gerade, ich habe schon den dritten. Ja. Oh Gott, da hinten ist der dritte. Und der hat mich. Ich glaube, ich habe echt den falschen Buff eingestellt von diesen Klotzis. Ja. Egal. Irgendwie wollen wir schon überleben. Mann, müsst ihr das gleiche machen, was ich kann? So bescheuert sowas. So einer darf sich hinter seinen Gegner. Oh, natürlich kommt der auch noch dazu. Bei wie viel Sticks löst sich der Buff aus? Ich glaube bei 9. Und geil. Aber wenigstens haben wir den dritten down. Ich dachte, das geht sich noch aus, aber nein, hat's natürlich nicht. Ich liebe die Schreckensöhne. Ah, ich liebe sie.
Was für ein sensationelles, tolles Questgebiet. Nee, ist nicht so gerade mein Lieblingsding, sag ich mal. Aber okay. Ich glaube, ich werde mich dann sowieso erstmal aufmachen zum Schuppenlord. Ich glaube, um den Sack herum stehen noch genug von diesen komischen Typen. Und da kann ich den Rest dann auch noch irgendwann killen. Man müsste ja alle Schurkenfähigkeiten haben. Das war auch zu viel des Guten mittlerweile dann gewesen. Vierter war dann noch schon ein bisschen sehr... Okay. Ja, okay, ich verstehe. Ich habe so ein Relikt bekommen. Seltsames Relikt. Mantis Relikte sammeln. Und die liegen jetzt natürlich hier überall rum. Kann man ganz fein, chillig einsammeln. Machen wir natürlich. Ich bin außer Reichweite. Achso, ich sollte mich erstmal heilen. Bevor ich mich jetzt hier in den nächsten Kampf stürze. Ja, diese Mantis Relikte kriegt man eigentlich relativ flott zusammen. Das war nur ein bisschen komplizierter als hier gerade der Run auf die Level 90 war. Und alle Leute hier am Leveln und Questen waren, da waren die Dinger instant weg. Das hat schon ein bisschen angekotzt. So, Kollege. So, schnitzeln wir dich mal. Na! Hast du auf, das zu machen? Angreifen? Die ziehen aber auch echt nicht wenig ab, die Kollegen. Muss ich ja mal leider zugeben. Ja, ihr haut euch da gegenseitig. Das tut die. Oder auch nicht, ihr redet. Die reden miteinander auch. Oh. Was jetzt denn? Zerbuff, den sollte ich zumindest wegklicken, wenn ich gerade nicht im Kampf bin und in meiner Verstohlenheit rumgucke. Der könnte mir dann doch ziemlich zum Verhängnis werden. Das hatten wir ja alles schon. Ja. Dann muss ich gleich mal rausfinden, wo der Chef hier rumguckt. Damit wir den... Ach ja, hier gibt es übrigens auch noch so ein Ding zu entdecken, wer die Lehrsucher da macht und diese ganzen Teile finden möchte für die Erfolge. Da gibt es das auf jeden Fall. So, die 8 Teile haben wir schon mal zusammen. War ja nicht schwer. Kann man oben wieder bei den Klaxis abgeben. Aber dennoch, nichtsdestotrotz möchte ich gerne erstmal den Chef hauen. Ich liebe Verstohlenheit. Das Problem ist, dass man sich zu sehr an diese an den Mist gewöhnt. Irgendwann wird man nämlich unvorsichtig. Und das ist bei mir ganz krass der Fall. Warte mal, hier war da irgendwo eine... Aha! Daran erinnere ich mich noch. Ab in die Höhle. Und da hängt Chefchen rum. Der Jute. Und hier ist auch wieder so ein Bernstein-Dingsbums. Wollen wir mal hier, ziehen wir mal alle Register, ne? Okay, wir müssen vielleicht gezogen überhaupt. Aber, doch, wir kriegen uns gut dahin. So drauf achten, wenn es anders zu unterbrechen gibt, ist es auch unterbrechen. Oh. Nee, das war sie nicht. Das war diese komische andere Fähigkeit, die ich unterbrechen muss. Die. Ich glaube, die macht doch ziemlich einen Bums. Naja, Schuppenlord. What the fuck. Au. Okay, die sind halt ziemlich getroffen. Kurz mal betäubt gewesen. So. Und er starb. Gut. Verdammt. Gut. Dann gehe ich erstmal raus. Ich muss noch die anderen Viecher da umhauen. Wie viel brauchen wir davon noch? 2. Naja, das sollten wir ja schnell hinkriegen. Nein. Ja, komm mal mit. Nehmen wir dich. Freiwillige sind immer gern gesehen. Hätte ich dir jetzt krumm genommen, während... hättest du das genau gemacht, während ich getrunken habe.
Ah, da hätte ich dich leider töten müssen. Okay, ich mach's sowieso, aber... Also irgendwie kommen die mit ihren eigenen Fähigkeiten nicht klar. Habt ihr gerade gesehen, er hat sich gerade selbst ausgelockt und Schaden zugefügt. Aber hey, sowas begrüße ich. Das im Raid. Da seid ihr ganz vorne mit dabei, Kollegen. So, dann. Hallo, du. Bin mal gespannt, wie wir hier diesmal aus dem Ei befreien. Mann, ich hasse es. Macht mich nicht nach. Wir sterben. So, dann wieder rein in die Höhle. Und den Kollegen da befreien. Ach, na toll. Nicht dich. Bist du mein Kollege? Mein Klaxi-Kumpel, Homie. Ja. Nicht so komisches Achselvieh. Ich müsste mich eigentlich auch mal wieder ein bisschen lore-technisch reinfinden. Ich weiß gar nicht. Ich habe das mit den Echsen noch gar nicht so ganz durchgelesen. Was die hier für eine Rolle großartig spielen. Blub. Und da ist er hin. Aber ich glaube, das sollte ich vielleicht mal tun. So, hallo Bernstein. Ich habe dich schon gesehen da gerade. Und er ist da. Okay. Sprechen ist nicht so euer Ding. Achso, genau. Jetzt geht's rund. Die Bestien füttern. Tötet 8 Kaltbiss-Krokolisten. Jawohl. Lebendiger Bären. Sammelt 8 Einheiten lebendigen Bärens und gebt den Korb den ersten zu essen. Sag mal, kannst du dein Fressen nicht selber organisieren? Oh, ich mag ja so eine Leute nicht. Mann, 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 Mann. Kannst du dich unsichtbar machen? Ich glaube nicht, wahr? Wäre zu schön gewesen. Okay, ich glaube, das Ganze hat sich hier im See abgespielt, soweit ich weiß. Gucken wir doch mal. See. Ja, hat's. Genau, das funktioniert folgendermaßen. Wir können hier diesen komischen Bären einsammeln. Oder, Mann, Corvin. Corvin! Ich mag dich ja jetzt schon, so ein Gegnerzieher, ne? Ja, ich nehme die Aggro mal ab. Meine Aggro. So, du blödes Krokodil. Diesmal sieht's anders aus, hä? Ja, haha. Ist jetzt nicht gedacht, wa? Kollege. Und? Stirb! So, genau. 8 von den Viechern killen. Dann haben wir hier diesen Bären. Plupp. Und jetzt können wir den Sack hier anklicken und... Friss. Und das müssen wir 9-mal machen. Und ich muss auf meinen Atembalken achten, den ich irgendwie nicht gerade gesehen habe. Egal. Ich werde schon lange noch atmen können. Ach, mal von Corvin, na gut. Wenn er in meiner Nähe ist, dann kann ich unendlich tauchen, ist mir auch recht. Hm, du bist scheinbar tot. Ich sammle erstmal den Bären jetzt hier ein. 2, wir brauchen 8 Stück und dann schmeiße ich den instant in die Fresse. Alles cool. Dann musst du immer in meiner Latichte rumstehen, wenn ich hier mit Rechtsklick arbeite? Blödes Vieh. Ja, die Quest ist eigentlich ziemlich easy, sag ich mal. Ich sag mal, der Schwerpunkt an dieser Quest ist wirklich, die Krokodile umhauen, aber die, sagen wir mal, sind wir jetzt auch nicht so das Thema. Ich glaube, die schaffe ich auch noch jetzt. Und dann geht's erst am Freitag. Ja, doch, Freitag weiter. Muss jetzt mal gerade kurz überlegen. War das Freitag? Ja, es war Freitag. Muss Freitag sein. So, Corvin, mein Guter. Ich glaube, der wird uns auch wieder zurückfliegen, hoffe ich, zu den Klaxis. So, na dann. Jetzt wird Fütterungszeit. Hier. Friss. Das ist noch nicht bereit. Oh, mit Abklingzeit. Friss. 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 Ich kann fertig. Benutzen.
Wunderbar. So. Sprech. Gut, gehen wir gleich mal ab, die Scheiße. Dann haben wir das. Gut, ist gut. Hallo und Ruf. Gut, dann killen wir mal noch schnell 8 Krokodile, sollten wir irgendwie hinkriegen. Hey! Böses Krokodil, böses Krokodil. Diese Klingparade finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Ich finde die cool, die Fähigkeit. Gerade weil man ja hier so gesehen ziemlich oft mit mehreren Gegnern in die Quere kommt, ist das dann doch schon ganz praktisch. Ja, Corwin, mitmachen hier, komm. Mann, ich will nicht dich anklicken, lass mich in Ruhe. Mann, laber nicht. Hallo, Kroko. Na komm. Ein Stück Giftblut, Giftblut. Ja, fein. Ist auch mal eine geile Perspektive. Da kann man direkt mal den Biest in die Augen gucken, wenn man es tötet. So richtig, Männerprüfung hier, ne? Krokodilisten-Träne. Komm, als ob ihr Gefühle habt. So, dann, the next, please. Jetzt fühle ich mich auf einmal so schlecht. Los. Klaut nicht meine Zeit. Habe ich eigentlich noch irgendwie so einen Heiltrank oder sowas? Den könnte ich mir nicht dann. Weil mit Unterwasser trinken und so ist ja immer so ein bisschen fail. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, ich habe noch so ein Ding. Ja, ich weiß, deswegen. Jawohl, da ist er. Flimm. So, wieder eine Krokodilisten-Trainer am Start. Wunderbar. Bin ich ein böses Wesen. Ich bin der große böse Wolf, der die großen bösen Krokos ihrer Tränen beraubt. So, jetzt hier mal ein bisschen Krokodilisten-Schnitzel machen, ne? Stirb doch mal. So. Lass mal in Ruhe. Geh weg. Ein Krok hier am Leben? Da hinten sind sich doch noch ein paar Menschenskinder. Wir brauchen eigentlich noch von euch drei. Pff, so viel? Okay. Hallo? Das ist zu weit. Ach komm, als ob du mich jetzt nicht gesehen hättest. Hätte ich dich aber wirklich zum Augenarzt geschickt, mein Lieber. Ich sag mal, meine Kombo-Punkte mal aufbauen. Das sage ich mir, glaube ich, schon seit Folge 1 oder so. Lohnt sich dann mal richtig. Hier, bam! So ein Klaxi, der heilt, wäre mir lieber als so ein blödes Vieh, was nur so tut, als ob es kämpft. Oh, ich habe gleich wieder ein paar Fähigkeiten frei, dann geht's wieder rund. Let's get ready to rumble. Ach nee, das heißt ja jetzt Let's get ready to Joel. Ich guck zu viel vor. So. Mann, stirb. Achso, kurze Info an euch nochmal. Ruhig mal auf Ehrenfeste gehen. Ich habe wieder ein Gewinnspiel gestartet mit Ehrenfester zusammen für ein nettes SteelSeries Mauspad. Also, wer da das haben möchte, ist ganz einfach. Es ist einfach nur wieder mal die Facebook-Seite liken von Ehrenfeste und den Beitrag des der Let's Play With You Folge teilen. Also, das ist kein großes Ding. Also, für jeden leicht machbar. Wie gesagt, mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht gewinnt er das Mauspad von SteelSeries. Sieht eigentlich ganz schick aus. So, alle Links natürlich findet ihr. Ja, was gibt's? Hier. Bei uns. Achso, was hast du denn? Aktiviert den Sonatorium, verteidigt anschließend. Ach komm, du bist doch. Nee. Ach komm, wir machen heute mal Überlänge. Ich mach das Ding jetzt hier noch fertig. Sonatorium. Oh nein, ich muss an Land gehen. Wisst ihr, was das heißt, wenn ich an Land gehen muss? Corwin verrät mich, der Penner. Ich schleiche mich da schön smooth durch. Da liegt nämlich schon der erste. Da kommt schon der nächste. Und Corwin, der Arsch, der wird bestimmt wieder. Hey, guck mal, wir müssen kämpfen. Ey, ist doch jetzt nicht dein Ernst. Corwin, mach was. Ja, mitkämpfen, genau. Wollte ich ja machen. Corwin verteidigen und so.
Halt mich nicht auf, ich will noch schnell diese Quest erledigen jetzt hier. Ja, mal wieder Überlänge heute. Kann ja auch mal, kann ich auch ruhig mal bringen. Wir wollen ja schließlich auch mal langsam auf diese Level 50 kommen. Was habe ich? Habe ich dir was angetan? Nö. Corvin? Och man! Wo zur Hölle, Alter? Kommt ihr alle her? Vorhin suche ich Krokodile en masse und jetzt steht ihr hier an jeder beschissenen Straßenecke. Ich werde bekloppt. Ihr treibt mich doch alle in den Wahnsinn. Besonders du, Corvin. So. Ja. Und was hat's dir gebracht? Nichts. Den war vielleicht mal ausklinken lassen. Ich bin unsichtbar. Ist das was, Corvin? Enjoy. Ich verpiss mich jetzt hier. Corvin. Wir sind schon ganz in der Nähe. Aber Corvin, mein neuer bester Freund, in Anführungszeichen Freund. Da ist das Ding, was wir verteidigen müssen. Und das werden wir auch tun. So, letztes Gefecht, Corvin. Are you ready for... Ach, ist mir eigentlich scheißegal. Hier, du überlebst nicht, ansonsten gib's auf die Omme. So, na dann. Go, go. Untersucht. Fertig. Es ist Kyparizar. Richtig. Das habe ich dir auch gleich gesagt, Mensch. Warum spüre ich kein Leben von seinen Inneren ausgehen? Na klar. Scheiß Video aneignen. Ihr gehört mir. Und ihr haltet nichts aus. Ihr gehört Corvin. Viel Spaß mit Corvin. Ich muss mal hier alle so ein bisschen klein Holz draus machen, was sind Alter. Wenn ihr mich tötet, dann tut ihr euch nur selber damit weh, ne? Ich würde mal diesen. Jetzt macht sich nämlich diese Fähigkeit ganz. Die Klingenparade ganz gut. Weil die ist natürlich jetzt verdammt praktisch bei mehreren Gegnern. Kommt jetzt hier eigentlich nur so ein Chef? Ja, ist klar, komm! Corvin, lass mich in Ruhe. Corvin! Halt durch, Kumpel! Ich schütze deinen komischen... Ist fertig, oder was? Oh, schau mal. Jawohl! Super, Corvin! Schmuck, Crit. Toll! Tötet... Kalpis-Materialchen. Na gut, also das machen wir jetzt aber wirklich in der nächsten Folge, weil da müssen wir jetzt hier in so ein schönes Hüllchen rein und da habe ich jetzt keinen Bock drauf mehr. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal, Freunde, wenn es wieder heißt. Klingparade aus. Nee, nicht Klingparade aus. Let's play World of Warcraft. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, wenn es ja weitergeht. Okay, Freunde, dann bis Freitag. Und wie gesagt, guckt mal wegen dem Gewinnspiel vorbei. Viel Spaß euch noch. Bye, bye.